Körperliche und geistige Fitness, das ist in jedem Alter wichtig. Und ja, da sind Frauen auf der Bühne, die genau so etwas anbieten. Und zwar ist das Heidi Ramseyer vom Kulturkreis Olten und Nicolette Franz, verantwortliche Bildung und Sport von Prosenektute Olten. Hallo miteinander. Hallo. Hallo. Heidi Ramseyer, startet mit euch. Seit 15 Jahren engagiert ihr euch für den Kulturkreis. Was macht ihr genau? Der Kulturkreis der Prosenektute organisiert einmal im Monat einen kulturellen Ausflug. Das kann sein ein Museumsbesuch, meistens mit einer Führung, oder wir gehen miteinander an eine Lesung oder besuchen ein Konzert, oder wir waren auch schon in einem Atelier von einem Künstler. Das ist ein bisschen der Überblick. Wie sieht aber das Programm so ein bisschen konkret aus vom Kulturkreis? Ja, unser Anliegen ist es, dass wir ein abwechslungsreiches Angebot haben. Wir möchten auch gerne unbekannte Orte besuchen. Wir sind zum Beispiel sind wir im Schlössli Bleichenberg, das Biberisch. Das kennt man nicht so gut. Das ist der Sommersitz von der Familie von Roll. Und dort sind wir empfangen worden von einer Stadtführerin von Solothurn im Kostüm vom 17. Jahrhundert. Und sie hat uns auch in diese Zeit eingeführt. Dann sind wir aber auch schon, haben wir die Kunstsammlung Grossengart zu Luzern besucht. Das war auch sehr interessant gewesen. Wir haben das Atelier von einem Blechmusikanten, Blöser, haben wir besucht und haben ihm bei seiner Arbeit zugeschaut. Wir haben an einer Glasbläserin über die Schulter geschaut, die Adventskugeln geblasen hat. Wir haben die Idee von einer Teilnehmerin von uns verwirklicht. Da waren wir in einem Strohmuseum, in einem kleinen, zu Thun. Und einmal im Jahr tut eine Teilnehmerin uns Leben und Werk von einem Schriftsteller vorstellen. Also ein umfassendes, aktives Programm, das ihr anbietet. Ich nehme an, dass ihr nicht ganz allein in diesem Kulturkreis. Nein, wir sind ein Team von 4 engagierten Frauen und jede bringt ihre Ideen bei und das bewirkt dann, dass eben ein breites Spektrum von Ideen zusammenkommen, weil jede von uns Frauen ein bisschen verschieden ist und verschiedene Interessen hat und das ist ein Vorteil für das Programm des Kulturkreises. Wir haben es auch schon vorher gehört, ihr seid doch ein bisschen überall unterwegs. Das heisst, in welchem Umkreis bewegt ihr euch da mit den Aktivitäten? Es sind Halbtagesausflüge, die wir organisieren und darum sind wir in der Regel so in der näheren Umgebung von Olten. Aber wir sind natürlich auch schon, gehen auch schon ein bisschen weiter. Wir waren schon im Landesmuseum in Zürich, wir waren auf Bern, wir waren in Solothurn, wir waren in Basel. Also einfach, was so ein bisschen Platz hat in einem halben Tag. Jetzt sind es die, die es organisieren. Wer kommt aber hier noch mit auf die Ausflüge? Wir haben ein Stammpublikum, das regelmässig mitkommt, aber je nach Interessengebiet kann das natürlich variieren. Im Ganzen sind wir so 60, so gegen 60 Mitglieder und dann kommen immer einfach die mit, die sich gerade für das jeweilige Angebot interessieren. Also das heisst, die Gruppengrösse die variiert auch? Die ist in der Regel so um die 20 Personen. Mhm. Und was kommen da für Leute? Sind das gemischte Gruppen oder? Ja, wir hätten eben gerne gemischte Gruppen, aber es sind natürlich mehrheitlich Frauen. Aber ich möchte eigentlich auch die Männer ermuntern, bei uns beizutreten. Und wenn sie unser Programm ein bisschen anschauen, dann merken sie, dass das eigentlich nicht nur Frauen, dass wir nicht nur Frauenthemen Sachen anschauen, sondern dass es auch für Männer interessant könnte sein. Also ich wäre sofort dabei. Ich bin auch noch etwas jung, aber wenn ich jetzt mitmachen will und vielleicht schon Pensionsalter wäre, wie kommt man zu euch? Wie kann man mitmachen? Wir haben in der Prosenektute einen Flyer auf, wo alle unsere Aktivitäten aufgelistet sind. Und man kann auf die Homepage von der Prosenektute schauen. Ja, das ist eigentlich das. Oder natürlich auch einfach, was wir auch gemerkt haben, dass es auch Mund-zu-Mund-Propaganda gibt. Also die Teilnehmerinnen, die auf unsere Ausflüge mitkommen, die sagen das natürlich weiter. Und dann, manchmal bringt der Teilnehmer einen Gast mit. Und so vergrößert sich einfach auch immer unser Teilnehmerkreis. Und wenn wir noch kurz auf die Kosten schauen, wie viel kostet das?
Die Teilnehmer zahlen Mitglieder eine Jahresgebühr von 25 Franken. Und dann kommt natürlich dazu, je nach Ausflug, die Reisekosten, also Zugsbillett und der Museumseintritt oder je nachdem ein Anteil an die Führung. Aber die meisten haben das GA und haben den Museumspass. Ja. Und gibt es so etwas, das ihr schon herausgespürt habt, das am meisten ankommt jetzt so bei den Gruppenaktivitäten? Ja, das kann ich eigentlich. Es sind eigentlich alle unsere Ausflüge werden so gleichmässig besucht, weil wir halt im ganzen Spektrum von unseren Mitgliedern sind die Interessen ein bisschen verschieden. Und weil wir ja ein abwechslungsreiches Programm haben, kommen einmal bei der Veranstaltung die einen mit und manchmal die anderen mit. Also es ist eigentlich so ein gleichmässiges Interesse, würde ich sagen. Und abschließend gibt es noch etwas, das ihr zum Kulturkreis gerne noch hättet gesagt? Ja, da gibt es eigentlich Verschiedenes. Also einerseits ist es ja unser Anliegen, und wir bieten einerseits so Ausflüge, kulturelle Ausflüge an. Das soll aber auch der Kontaktpflege dienen und dem gegenseitigen Gedankenaustausch. Und darum gehen wir immer nach einem Ausflug gehen wir miteinander einen Kaffee trinken. Und da gibt es manchmal ganz rege Diskussionen. Und es hat auch schon neue Bekanntschaften gegeben durch das. Und ja, was mir natürlich, ich habe es ja schon gesagt, das Anliegen ist, wir sind fast eine reine Frauengruppe. Wir haben einen Mann, also ein Ehepaar, der mitkommt. Und ich möchte eigentlich die Männer ermuntern, uns beizutreten und etwa einmal mitkommen. Man kann übrigens einmal oder zweimal als Gast mitkommen, um zu schauen, was wir so anbieten. Und dann kann man sich anmelden. Und ich glaube, ich habe es gesagt, anmelden kann man sich bei der Prosenektute, Alten, bei der Geschäftsstelle, entweder telefonisch oder per Mail oder auch auf der Webseite. Genau, online findet ihr alle Informationen. Merci vielmals, Heidi Ramseyer, immer fürs Erste. Und dann wechseln wir doch noch gleich zu Nicolette Franz, verantwortliche Bildung und Sport vor Prosenektute, Alten. Wir haben es eben auch schon gehört, Fitness, geistige Fitness ist gerade auch im Alter sehr wichtig. Aber man muss gleich ein paar Sachen vielleicht beachten, wenn man das machen will, oder? Geistige Fitness ist das eine. Und das, was natürlich im Alter auch sehr wichtig ist, ist die körperliche Fitness. Und von dort her empfehle ich eigentlich gerade, dass man die körperliche wie auch die geistige Fitness in den Alltag gerade integrieren. Also wenn man am Morgen aufsteht, beziehungsweise wenn man verwacht, vielleicht im Bett gerade schon etwas macht, auf die Bettkante sitzt und dort schon mal anfängt, mit ein paar Übungen zu machen. Sehr wichtig oder ganz eine gute Sache wäre, wir haben bei der Prosenektute auch so ein Büchungsbooklet, das man holen kann. Dort drin hat es verschiedene gute Ideen, was man daheim für Übungen machen kann. Somit wären wir eigentlich daheim, können wir uns fit halten. Und nachher ist es auch wichtig, dass man rausgeht, dass man einen Kurs besuchen oder eben auch auf eine Wanderung mitgeht und so auch die sozialen Kontakte pflegen kann. Also von dort her schaut in unser Kursprogramm rein. Dort hat es ganz viele tolle Sachen drin. Und macht einfach das, was euch gelustet und wo ihr Spass daran habt. Und ich habe mal ein bisschen durchgeschaut und habe Herztouren entdeckt. Was ist das ganz genau? Die Herztouren, das ist ein neues Angebot, das wir seit letztem Jahr haben. Mit der Herzstiftung Olten zusammen hat man das Projekt gestartet. Und das ist eigentlich gedacht für Leute, die gerne wieder aufs Velo steigen und die Sicherheit der Gruppe oder eben auch das Zusammensein von der Gruppe gerne leben wollen. Der Vorteil ist bei der Herzgruppe, wir haben einen Defibrillator mit dabei. Also die zwei Leiter, die unterwegs sind, führen jedes Mal den Defibrillator mit. Weiter ist zu sagen, die Touren sind plus minus 45 Kilometer, also nicht so weit. Es ist gut zu machen und meistens eigentlich relativ flach. Wichtig ist auch dort, dass man noch geht, eins zusammen ziehen, dass einfach das Gesellige auch nicht zu kurz kommt. Jetzt, gerade auch in der Corona-Zeit ist es natürlich von Vorteil, wenn man vielleicht auch draußen ist, an der frischen Luft sich bewegt. Was gibt es da für Angebote bei Prosenektute? Einerseits ist eben die Bike-Herztouren, die wir haben. Andererseits haben wir
Wandertouren, das sind Halbtage, sogar Tagestouren. Und das Leiterteam, die tun wirklich ganz tolle Touren ausarbeiten, gehen sie rekognoszieren, dass man wirklich einen ganz tollen Ausflug noch zusammen hat. Die Seniorinnen und Senioren, die genießen das sehr, zusammen dürfen in der Natur unterwegs sein. Und sie genießen das. Es ist wirklich sehr schön und man hat wirklich eine schöne, tolle Gruppe beieinander abends. Das, was wir auch gemacht haben während Corona-Zeiten, ist, wir hatten eine Fitness- und Gymnastikgruppe, die sonst eigentlich in der Turnhalle, also in den Innenräumen stattfindet, hat man gesagt, sie sollen doch rausgehen, damit sie sich alle zusammen draussen bewegen können. Dort kann man ja vielleicht einmal auf einer Linie ein kleines Gleichgewicht, also auf einer Linie laufen und schauen, wie das Gleichgewicht ist. Oder auch Gedächtnistraining machen. Also da sind auch viele gute Ideen zusammengekommen. Und eben, weitere Sachen finden wir natürlich auch im Freizeitheft. Wenn ich sonst noch Infos brauche, wo melde ich mich melden? Wo finden die Informationen? Alle Informationen von unserem Kursprogramm sind auf unserer Homepage. Oder die kommen vorbei und können dann so ein Kursprogramm holen. Und anmelden kann man sich telefonisch, per Mail und per Post natürlich. Oder kommen einfach bei mir vorbei. So machen wir das am besten. Wenn man jetzt mitmachen will, aber vielleicht eben gerade finanziell im Moment nicht in der Lage ist und darum vielleicht nicht kann mitmachen, gibt es irgendwelche Möglichkeiten, trotzdem dabei zu sein? Es ist wichtig, dass alle die Chance haben dürfen, neu daran teilzunehmen. Und von dort haben wir einfach Kontakt auf mit uns. Und wir geben euch dann eine Sozialberatung dazu und dann findet man immer eine gute Lösung. Und natürlich auch die Kursleiterinnen und Leiter, die man halt auch Qualität und Ausbildung auch immer wichtig. Wie sieht das aus bei ProSenectute? Das ist sehr wichtig. Einerseits unsere Sportleiter, die haben eine sehr gute, fundierte Ausbildung, die sie machen. Und von dort her wissen sie, was sie tun. Und unsere Leiter in der Bildung, die tun sich auch jährlich weiterbilden. Also von dort her haben wir wirklich sehr ein sehr gutes Team beieinander. Und Plätze sind aber auch noch frei, also wie kann sich jetzt melden? Jetzt wird es langsam schwierig. Plätze sind gerade bei Kurs, wo wir in Klassen führen, jetzt bei uns, wird es langsam ein bisschen schwieriger. Aber da haben wir den Vorteil, dass wir zum Beispiel haben wir sollten auch Spanischkurs und da gibt es den einen oder anderen, der ja so gerne mal einen Spanischkurs würde besuchen, aber er ist vielleicht zu weit weg. Und dann kann man sagen, kommt, wir bieten so Kurse hybrid an. Also da ist die Lehrerin zum Beispiel im Kursraum mit Schülern und auf der anderen Seite kann derjenige dann von extern online oder eben hybrid an dem Kurs teilnehmen. Oder ein Kurs findet ganz online statt. Perfekt. Aber im Spanisch ist das möglich. Also da findet jeder sicher einen Weg, sich geistig oder eben körperlich fit zu halten. Abschließend, Nicolas Franz, was wollt ihr den Leuten noch mit auf den Weg geben? Geht einfach voraus, geht in die Natur, geht euch bewegen und atmet einfach tief ein- und aus. Und wenn ihr unterwegs seid, fangt mal an, Zweierreihen, 2, 4, 6 auszuzählen. Und wenn das funktioniert, fangt mal an, 3 Reihen, weil dann wird es schon schwieriger. Und dann kann man auch mal probieren, von 100 rückwärts zu zählen. Weil laufen, wissen wir ja, wie es geht. Aber im Laufen noch 100 und immer 2 abzuziehen, oder später mal 3 abzuziehen. Ja, ich denke, da haben wir auch mehr, müssen wir ein bisschen bei der Sache sein. Und was ich auch sehr wichtig finde, man ist dann so konzentriert bei der Sache. Wenn dir jemand entgegenkommt, schaut auf oder schaut den Menschen an und schenkt ihm ein Lächeln. Habt viel Spass unterwegs. Sehr schön. Und das, wenn so, das nehme ich auch für mich mit. Wird sicher auch nicht schaden. Hey, der Ramsay, vielleicht auch noch euch abschließend, das wollt ihr den Seniorinnen und Senioren mit auf den Weg geben? Ich möchte sie auch aufmuntern, wenn ihr Lust habt, wenn ihr Interesse habt an der Kultur, sei es Theater oder Museum oder so,
kommen, meldet euch an. Es ist, die Erfahrung zeigt einfach, dass viele froh sind, wenn sie in einer Gruppe an einem Ausflug teilnehmen können. Weil sie können einerseits, sie sind eingebettet in einer Gruppe und sind nicht einsam. Oder sie können natürlich in der Gruppe auch Sachen besuchen, die man allein weniger machen kann. Und darum auch der Aufruf, nicht nur, aber auch speziell natürlich an die Männer, dass dort auch noch im Kulturkreis das etwas versteckt ist und es miteinander ist. Das ist es so. Und eine Mischung. Merci vielmals, ja. Nicole Franz und Heidi Ramseyer. Danke.